So, hallöchen und willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein Macholo dabei oder Macholo, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich sage immer Macholo, genauso wie Machomai, sage ich auch. Es heißt Herakles. Herakles heißt es nicht ohne Grund. Ich habe es für ein Traumato bekommen im Ducatia Einkaufszentrum. Es trägt nämlich das Item Macho-Band, was das Wachstum der Pokémon fördert. Also wenn sie ein Level aufsteigen, zwar die Initiative dadurch zurückwandern lässt, also sie wird, soweit ich weiß, nicht abgezogen, sie steigt einfach nur nicht mehr so stark. Das heißt, naja, je nachdem, wie stark die Initiative so oder so steigt, aber jedenfalls verringert es die Steigung oder die Anhebung der Initiative. Das heißt, die Pokémon werden, soweit ich das jetzt verstanden habe, an sich stärker, aber halt langsamer. Also so habe ich das bis jetzt verstanden. Was ich nur leider nicht weiß, ist, bei welchem Pokémon man das am besten benutzt. Weil beispielsweise ein Psycho-Pokémon sollte ja relativ schnell sein. Hier haben wir ja unser Evoli. Das will ich ja zu einem Psyaner weiterentwickeln. Aber dafür brauchen wir erstmal den EP-Teiler. Kann ich hier mal kurz auf das Evoli eingehen? Einen Moment, ich muss mal ganz kurz husten. Also, es hat das Wesen locker. Das stärkt die Verteidigung, also hebt die Verteidigung mehr an, verringert die Anhebung der Initiative. Aber es hat das Attribut, dass es schnell flüchtet. Das, soweit ich weiß, erhebt aber die Steigung der Initiative an. Das heißt, es gleicht sich mehr oder weniger aus. Für Psyaner wäre natürlich so ein Spezialangriff noch spannend gewesen, weil es ein Psycho-Pokémon ist. Aber Psyana hat ja an sich einen ziemlich hohen Spezialangriff, soweit ich weiß. Und da wäre das nicht zusätzlich nötig gewesen. Verteidigung ist mir insoweit wichtig, weil man setzt es ja gegen Kampf-Pokémon ein. Und Kampf-Pokémon haben Nahkampfattacken, also physische Attacken. Also bräuchte es eine gute Verteidigung. So habe ich mir das dann gedacht. Der Angriff ist ja völlig aus. Der kann ja völlig aus Acht gelassen werden. Wir greifen ja mit Spezialattacken mit ihr an. Est hat die folgenden Werte, 11, 11, 9, genau, weil es noch kein Psyaner ist, hat es noch diese Werte. Wir müssen das dann schnellstmöglich zu einem Psyaner entwickeln, indem wir ganz viel Freundschaft bei ihm haben. Falls ihr da irgendwelche Tipps kennt oder so, wie man schnell bei den Pokémon Freundschaft erhält, dann fände ich das äußerst lieb, wenn ihr mir das sagen könntet. Das fände ich toll. Und außerdem hätte ich halt noch eine Frage an euch. Hier mit dem Macho-Band. Bei welchem unserer Pokémon können wir das halt gut anwenden? Das würde mich interessieren, weil ich blick da nicht so ganz durch. Also ich habe mich nie damit beschäftigt und ich weiß auch gar nicht, wie das mit den ganzen EVs ist. Also es wäre lieb, wenn mir da jemand antworten könnte. Und dann machen wir jetzt auch erstmal weiter. Ich habe jetzt schon hier wieder 3 Minuten gequatscht. Wir gehen diesmal nicht in Richtung Alemonia City oder Urania City, sondern wir gehen in Richtung des See des Zorns oder wie auch immer der heißt. Ein Moment. Hier ist Mahagonia City und hier ist See des Zorns, genau. Wir gehen jetzt nach Mahagonia City und gucken kurz noch, was da ist. Da ist der Kesselberg. Eine natürliche Höhle von unvorstellbarer Größe. Da habe ich mich ganz gerne mal drin verlaufen. Dunkelklaue, das ist ganz gut. Das hätten wir gegen Geist-Pokémon brauchen können. Es ist nämlich eine Unlichtattacke, wenn ich mich nicht täusche. Oh, das ist eine Geistattacke. Ja, es ist doch eine Geistattacke. Okay, dann gegen was ist Geist alles gut? Auf jeden Fall hat es Stärke 70. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Attacke. Das hier ist ja unsere Kampfattacke. Apply-Typ, das ist eigentlich ziemlich gut. Das könnten wir mal benutzen. Für welches Pokémon nehmen wir das am besten? Eins, was an sich gut gegen Hollyjay wäre eigentlich ideal. So als Feuertyp ist es gut gegen Stahl, gegen Eis. Und mit Kampf ist es auch gut gegen Stahl und gegen Eis. Und der Angriffswert ist von Hollyjay auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Aber nee, Hollyjay lernt ja sowieso hinterher Fokusstoß. Das heißt, wir könnten es Herakles beibringen, aber Herakles bleibt nicht allzu lange im Team, ist die Sache. Das ist ja auch so eine Sache. Jury kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich lasse es erstmal. Wir brauchen es ja momentan eh nicht.
Da frage ich dann auch einfach euch wieder, falls ihr da irgendwie Vorschläge habt oder so. Und, oh. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Bist du auch nicht verletzt? Hier, nimm das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. Wir haben die VM4 erhalten und das ist natürlich Surfer... Nee, Stärke. Wo bekommt man denn Surfer? Ach, Surfer haben wir ja schon, genau. Die Attacke darin nennt sich Stärke. Wenn du sie einem deiner Pokémon beibringst, kann es damit Sterne Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? In Ordnung, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Aufstieg. Ja, ein Pokémon, was Surfer könnte, wäre mir jetzt ganz genehm, weil irgendwie müssen wir da ja rüberkommen. Naja, ich versuche es jetzt einfach mal hier durch. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt langkommt. Da hinten hin. Wir werden es ja sehen. Ich setze auf jeden Fall Schutz ein, weil es ist mir es liegt mir sehr viel daran, nicht gleich von irgendwelchen Zubats angegriffen zu werden oder von irgendwelchen Kleinsteins. So, dann tap, 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 tap. Ich habe doch Superschutz. Ein Mach-Hollow. Da sage ich mal gleich Tschüss. Genau, ich bin entkommen und ich habe doch Superschutz eingesetzt. Das heißt doch, bei normal wilden Pokémon, die können mich nicht kriegen. Beziehungsweise, wo kriege ich jetzt eigentlich ein Wasser-Pokémon her, um da drüber zu surfen? Das würde mich auch mal interessieren. Hier könnten wir rein theoretisch... Ach, da kommen wir auch schon wieder raus. Ich habe doch einen Superschutz eingesetzt. Wie kann dann... Ja, ich habe einen Superschutz eingesetzt. Okay, ich trainiere mal eben meine Pokémon. Und zwar trainiere ich mal eben Dahlia. Gegen den Psychotrainer, der da hinten steht. Oder der da hinten stand. Aber jetzt noch steht natürlich. Uiuiui. What's up? Diesmal verliere ich nicht. Ich habe noch nie gegen dich gekämpft und hier läuft sonst außer mir keiner rum, also. Ach, Pokémaniac. Ich halte die immer für Psychos. Also für Psychotypen. So, Nidoking hat natürlich relativ viel KP, glaube ich. Ein Level 17er Nidoking sieht man auch nicht alle Tage, aber nun denn. Oh, Energiefokus. Und dann setze ich nochmal Windhose ein. Die Windnarbe wäre zwar wesentlich effektiver, aber die habe ich ja nicht. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich erwähne auch immer das Gleiche. 709 Erfahrungspunkte, aber ist jetzt auch nicht so viel. Nein, ich möchte gerne weiterkämpfen. Dahlia macht das schon. Da habe ich vollstes Vertrauen in sie. Okay, die Drachenwut kommt jetzt. Dam, dam, dam. Blüm, blüm. Okay, und dann setze ich jetzt einfach mal einen Slam ein. Das dürfte ja auch genügen. Ja, das genügt natürlich. Und Level 25 sind wir jetzt. Das ist prima. Mal sehen, wie viele erhalten wir dazu. Spezialangriff plus 2. Das ist ja prima. So langsam scheint es mit dem Spezialangriff hochzugehen. Was macht Agilität nochmal? Achso, jetzt habe ich eh weggeklickt. Naja. Macht ja nichts. Verloren. Und das auch noch gegen ein Kind. Ja, das tut mir leid. Ich meine, ich bin jetzt gar nicht mal so jung. Aber unser Charakter ist ja ein bisschen jünger. Den Kesselberg erkunden wir auf jeden Fall später. Das ist mir jetzt zu viel. Ich will gleich schlafen gehen. Deswegen nehme ich nicht so lange auf. 2 Folgen oder so. Sondern wir gehen hier erstmal raus. Oh, noch ein Pokémaniac. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Du bist mitten auf einem Weg. Und das ist dein Geheimversteck? Ach Mensch, Nidorina. Hallo, Nidorina. Wie geht es dir? Ich setze mal wieder Drachenwut ein, wie immer eigentlich. Ich mag ja die Farbe von Drachenwut. Ich mag ja Violett und Lila. Rutenschlag. Also dafür, dass die Trainer sonst zu stark waren, ist es hier eigentlich relativ wieder ausgeglichen. Auf dieser Route.
So, 426 Erfahrungspunkte. Nidorin, no. Nein, ich möchte bitte weiterkämpfen. Okay, dann setze ich mal Slam ein und schau mal, wie viel das abzieht. Oh, doch recht viel. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Giftdorn haben die ja. Autsch. Hör auf mich zu, Autsch. Jetzt hör doch mal auf. Danke. Nein, nicht Gift. Oh. Ich hoffe, ich habe noch ein Gegengift dabei, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Was rede ich da? Das dürfte ich wahrscheinlich haben. Ich habe ja letztens erst aufgerüstet, weil ich ja geschlafen habe oder so. Da dann, oder vergiftet war. Du hättest deinen Mondstein verwenden sollen. Eventuell hättest du das. Weil mit Mondsteinen entwickelt sich, soweit ich weiß, ein Normal-Pokémon. Ich könnte mir gerade auch nicht viel anderes vorstellen. So, Limonade haben wir noch. Das brauchen wir aber nicht. Top-Trank haben wir sogar. Hey, und einen Beleber. Und einen Angler haben wir hier. Da trainiere ich doch glatt mal Sujijuri, meine ich. Sie hieß ja vorher Suji, aber mit dem Namen war ich ja nicht mehr so zufrieden. Hallo, Angler. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Wahrscheinlich ein Carpador. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Baldorfisch. Tatsächlich. Ich dachte, es wäre ein Carpador. So schnell kann man sich irren. Da seht ihr es. Okay, dann setze ich mal den Donnerschock ein. Krach, kring, krück, krick, krack. Ja, sieht ja nicht mal alles ab. Aber wir haben natürlich noch Sägesang in der Tasche. Das füllt uns ein paar KP wieder auf. Dann setze ich nochmal... Ach ja. Es ist ja schneller als wir. Und macht auch relativ viel Schaden mit seinem Walzer, der jetzt zum zweiten Mal getroffen hat natürlich. Ich fand ja die Animation von Walzer in der Smaragd-Generation fand ich irgendwie schöner. Und Level 23, das ist prima. Spezialangriff plus 2, 46 schon. Da muss Dahlia aber Nachsicht haben. Aber Dahlia hat sich ja auch noch nicht entwickelt. Hey, du möchtest auch der beste Trainer sein? Dann sind wir ja Kameraden. Wenn ich am Wasser noch mehr Items finde, gebe ich dir welche ab. Gib mir doch deine Telefonnummer. Ja, okay, ich nehme einfach mal, ich gebe ihm einfach mal meine Telefonnummer. Haben wir eigentlich schon eine Angel oder so in der Tasche? Ich glaube nicht, oder? Weil dann könnte man sich rein theoretisch ein Pokémon fangen und, nein, haben wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo man die Angel herbekommt. Jedenfalls tausche ich wieder auf Dahlia, sodass sie da unterwegs ist. Ich hole mir nämlich, warum ich nach Mahagonia City gehe, ist, dass ich mir den EP-Teiler holen möchte. Das hat ja den einfachen Grund, dass wir da mit Evoli trainieren können. Ich denke mir für Evoli noch einen Namen aus. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber was? Auf jeden Fall erstmal gegen den Typen hier kämpfen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, wie gesagt, falls ihr wisst, wie man schnell viel Freundschaft bekommt, dann sagt das bitte und ich werde nochmal nachschauen, wie man ab welchem Level sich Evoli entwickeln kann. Oder ist das nur abhängig von dem Freundschaftswert? Das weiß ich nämlich nicht. Oh oh. Ach, zieht ja gar nicht so viel ab. Okay, das war's natürlich bei einem Level 15er Pokémon. Das ging da flach von der Hand. Kleinstein. Ah, ich kämpfe mal weiter. Ich bin mir sicher, Dahlia schafft das schon. Dann Drachenwut. Kleinstein ist auf jeden Fall auch langsamer. Ist ja ein Stein-Pokémon. Die sind an sich etwas langsamer. Und tatsächlich, es reicht. 234 Erfahrungspunkte wieder. Und ein Dickdreh. Das könnte schwierig werden mitunter. Aber Level 17, das geht ja vielleicht noch. Heuler, das bringt dir eh nichts. Meine Attacken sind spezial. Da bringt dir kein Heuler was, mein Freund. So, Drachenwut. Das tut den Drachen gut. Und es reichte trotzdem. So, 556 Erfahrungspunkte und noch ein Level-Up auf Level 26. Hey, das geht ja schnell. So, Spezialangriff steigt aber irgendwie nicht so sehr, wie ich das eigentlich wollte. Naja, macht ja jetzt auch nicht so viel.